Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge LS22 hier auf der Fichte. Es geht weiter mit dem Pressen, denn das ist uns ja in der letzten Folge aufgefallen, dass wir hier noch pressen müssen. Das Stroh muss vom Feld, damit wir die hier wieder bestellen können. Und wir haben ja jetzt das Netzfolien-Add-on mit drauf. Das ist für einige Pressen wichtig gewesen. Wir haben auch einige neue Rundballen- und Quaderbeinpressen mit drauf. Und vor allen Dingen eine gefällt mir besonders gut. Können wir uns auch gleich nochmal anschauen. Zum Beispiel haben wir die McHale mit drauf, die Rundballpressen. Und die erfordern halt eben dieses Add-on. Und deswegen musste ich mir jetzt so eine Netzfolie kaufen. So eine Palette. Nur ich habe das Ganze nicht gecheckt, was damit mit Fahrzeug und so gemeint wurde. Ich hätte eine Dreipunktaufnahme mit dran machen können. Das wäre gar nicht so verkehrt gewesen. Wobei aktuell sowieso egal, weil ich ein Gewicht dabei habe. So, da ist es sowieso egal. Aber ja, ansonsten wäre es nicht egal gewesen. Dann hätte ich die Palette mit vorne ran machen können. Jetzt ist es halt so, dass die Palette hier rumsteht und ich jetzt 25.000 Meter Netzfolie habe von Pöttinger. Und ich ehrlich gesagt nicht ganz weiß, was ich jetzt mit der Folie machen soll. Dann muss ich die hier auch noch vom Feld dran holen. Ist auch wieder toll. Wo ist hier noch was? Hier vorne war doch noch was. Genau hier. Genau hier auf der Bahn ist noch was. So. Dann müssen wir auf die andere Seite rüber. So. Gut. Wenn wir jetzt erstmal hier vorne reinfahren, würde ich sagen, gleich in die erste. Die hier. So. Gut. Und wenn wir mal in die an sich gehen müssen. Ich sonst nicht ganz sehe, wo ich hier hin muss. So. Weil wir nehmen jetzt nämlich immer jede zweite. Das ist deutlich sinnvoller. Und dann hat man es auch mit den Wänden nicht immer so schwierig. So. Muss mal rein. So, jetzt. Gut. Muss ich halt noch ein bisschen an das Lenken gewöhnen mit dem Lenkrad. Das ist auf jeden Fall noch ein Thema. So, da kommt er mit seinem roten Zeug drumherum raus. Wird natürlich jetzt bei jedem Ball so sein, den wir da raushauen. Jetzt weiß ich aber ganz ehrlich nicht. Ich glaube, wenn wir Silageball machen, wird es ja durch die Folie sowieso Ja, dann verschwindet das ja sowieso, also das ist da eh also wird es nicht gebraucht eigentlich, dass das eine Farbe hat, aber gut, was willst du machen, ist jetzt halt so passiert. Jetzt habe ich 25.000 Meter von dieser Netzfolie, jetzt muss ich die halt auch benutzen. Ja, aber während wir jetzt hier geradeaus fahren, können wir mal den Tempomaten reinmachen, kann ich ja mal ganz schnell da auf die Pressen eingehen. Und zwar haben wir die McHale dabei und ansonsten ja noch so ein paar kleine Dinger. Aber worauf ich richtig gespannt bin, ist die Quadrant 2200 RC. Die finde ich unfassbar cool. Könnte ein richtig, richtig cooles Gerät werden. Und da werden wir einfach mal schauen, wie die sich macht. Weil ich bin ja, was Pressen angeht, ein riesiger Klaas-Fan. Ich finde ja die Pressen, die Klaas macht, echt nicht verkehrt. Und deswegen werden wir da auf jeden Fall mal, denke ich, später auf jeden Fall darauf zurückkommen. Wenn es halt um das Thema Grasballen geht. Ich denke, da haben wir definitiv noch Potenzial, weil wir halt mit der Rundballenpresse keine Grasballen machen können. Und deswegen. Genau. So, ansonsten müssen wir, wie gesagt, ja noch warten, dass die 79 angereift wird.
Und ansonsten müssen wir die 81 düngen und die 82 düngen. Also die 81 und 82 düngen. Ich weiß nicht, wie das aussieht, wenn wir die 79 gemacht haben. Wobei, wenn wir die 79 gemacht haben, hat die ja auch eine Düngestufe. Daher, dass wir ja Sojabohnen nicht mit Schwartablage machen, hat die ja schon automatisch die die Düngestufe mit drauf. Also ist da auch schon mal wieder weniger Probleme. So. Genau. Also, dann können wir nämlich die zusammenlegen, die Pflügen. Die 74 wollten wir machen, die 114. Da habe ich mir genau einen Plan aufgeschrieben, was wir wo drauf machen. Auf die große Fläche, wo wir ein ganz großes Feld draus machen. Ich glaube, da sollte Hafer drauf, wenn mich nicht alles täuscht. Wobei Hafer war drauf. Muss ich mal gucken, was wir da drauf machen. Aktuell steht hier drauf auf meinem Zettel die 1 und die 2 kommt später wieder Mais drauf. Also da, wo jetzt Zuckerrüben und Sonnenblumen drauf sind, da kommt dann im nächsten Jahr Mais drauf. Und ja, dann haben wir auf die 13 soll Sonnenblumen. Also die 13 ist jetzt das Feld der anderen Seite. Also das da drüben, da sollen Sonnenblumen drauf. Da war ja jetzt Raps drauf, also können wir ja Sonnenblumen drauf machen. Um ein bisschen auch fruchtfolgemäßig ein bisschen was anderes zu machen. Bin ich wieder nicht wieder sowas wie Raps oder so machen. Ja, nur wichtig. Und ja. So, ein bisschen weiter ausholen. Weil jetzt werden die Schwaden immer größer. Hier habe ich auch eine Schwad vergessen, oder? Ja, anscheinend habe ich eine Schwad vergessen. Ist ja auch nicht verkehrt. Ja gut, müssen wir halt ein bisschen weiter ausholen. Jetzt nicht so schlimm. So. Genau, dann haben wir noch auf dem Zettel draufstehen die 23 bis 26. Oder die 23. Ah ne, die 23 oder die 26, glaube ich, war das. Ah ja, gut. Im Endeffekt, jetzt aktuell gehe ich mit der 26, aber die 26 gehört uns ja noch nicht. Ich würde auch tatsächlich ganz ehrlich sagen, wir behalten einfach die 29. Und die 23 und die 29 kommen dann mit Sojabohnen. Ja. Genau. Da sieht es dann nicht ganz so verkehrt aus. Und ansonsten müssen wir halt gucken, was wir auf das große Feld drauf machen. Weil da jetzt vieles drauf ist. Also da ist ja jetzt sowohl auf der 81 Hafer als auch auf der 79 Soja drauf gewesen. Würde natürlich Raps Sinn machen. Definitiv, gar keine Frage. Ist dann halt die Frage. Da müssen wir natürlich auch noch die 17 und 143 kaufen, damit wir da unsere Traubenreben drauf machen können, weil Trauben können wir ja auch nur im oder von März bis Mai machen. Das heißt, wir werden in dem Monat gucken, dass wir da uns die Felder kaufen. Weil ich will jetzt ungern da jetzt noch den Mais hier mitnehmen. Das brauche ich jetzt, oder nee, die Sonnenblumen. Das brauche ich jetzt nicht unbedingt, dieses kleine Minifeld. Da ist mehr Aufwand als alles andere. Wenn wir da dann einfach, wenn das abgeerntet ist, unsere Traubenreben drauf platzieren, sieht das doch gar nicht so verkehrt aus. Ja. So, und ansonsten muss man halt, wie gesagt, überlegen, was man dann halt auf diese große Fläche macht. Auf die hier. Weil Hafer geht nicht. Soja würde ich jetzt auch nicht drauf machen. Man könnte halt überlegen, ob man nicht vielleicht Weizen oder Gerste drauf macht. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Sorghumhirse würde ich jetzt nicht drauf machen. Wenn dann wirklich sowas wie Raps oder Weizen. Gerste macht halt aktuell keinen Sinn, weil entweder brauche ich halt Weizen für die Mehlproduktion, wo natürlich Gerste auch gehen würde. Würde ich aber ungern verwenden dafür.
Und ansonsten könnten wir halt Weizen verwenden für die Saatgutproduktion und halt für die Mehlproduktion. Also es sind beide Sachen möglich. Und deswegen würde ich wahrscheinlich eher auf die auf Weizen gehen. Und ja. Dann müssen wir einfach mal schauen, so, weil ich würde ganz gerne die 114 und 74 vielleicht so mit Sonnenblumen oder so machen. Und das Feld weiß ich auch noch nicht, was ich jetzt hier mit der 12 mache. Da könnte man eventuell Hafer drauf machen. Also ich glaube, wenn wir hier unten mit Hafer gehen, denke, das ist nicht so schlecht. Hier soll Mais hin, Hafer, Sonnenblumen sollen da hin, genau. Ja gut, dann könnte man vielleicht noch eins dazu machen, ein Sonnenblumenfeld. Da brauchen wir jetzt nicht noch zwei Felder. Eins sollte da auf jeden Fall auch ausreichen. Und ja, wir haben ja auch noch ein bisschen Auswahl. Also man kann ja jetzt auch sagen, man macht jetzt noch Hafer drauf oder so. Also auf die 114 hat man ja Gerste, da könnte man ja Hafer drauf machen. Und dann halt hier die 74 halt mit Sonnenblumen. Hätte ich jetzt ja nichts dagegen. So, das ist jetzt hier fertig, das Feld. Sehr schön. Gut. Weil die warten ja, glaube ich, noch auf Kalk, wenn mich nicht alles täuscht, oder? So, wir bleiben mal stehen. Dann müssen wir einmal das hoch machen und zusammenklappen. Wobei, nee, warte mal, ist nicht ganz richtig. Wir müssen das nochmal ausklappen, den Kollegen hier. Weil wir den unfertigen Ballen auch mit ausschlagen werden. Warte mal, den automatischen Ballenableger. Nee, warte mal. Anschalten. Nee, anschalten war es nicht, oder? Doch, anschalten. Laden, zweite Kammer über. So. Und unfertigen Ballen abladen. Genau. Das hat mir einer in die Kommentare geschrieben, dass das geht. So, dann den zusammenklappen. Dann den wieder weg. Und dann geht es Richtung Hof wieder zurück. Ja, dann müssen wir hier die Ballen noch einsammeln. Aber ich wollte eigentlich gucken, ob die jetzt hier noch Kalk brauchen oder wie das ausschaut. Benötigt Kalk. Ja gut, die 13 braucht Kalk. 13 benötigt Kalk. Das ist jetzt ja nicht verkehrt, nicht? Ach ja. Hier müssen wir eh noch mit dem... Also ich muss jetzt gleich den Frontlader vorne dran machen. Mit der Ballengabel. Mit der Palettengabel. Und dann... Ja. Werde ich die gleich wegholen. Dass wir da den New Holland mit dem Kalkstreuer rüberschicken können. Weil ich glaube, ansonsten sind meine ganzen Felder eigentlich alle gekalkt. Die gekalkt werden sollten. Ja. So, die Ballenpresse. Wo machen wir jetzt die Ballenpresse hin? Gute Frage. Ich würde sie ja hier reinstellen, zu den Mähwerken. So. Ah ne, das war die falsche Richtung. Das war in die falsche Richtung gelenkt. So, Rückwärtsgang. Nicht zu doll. Ne, es wird nichts, oder? Ich glaube, das wird nix. Ne. Das wird nix. Dann fahren wir hier oben rein. Dann fahren wir es hier oben rein. Steht's auch gut. Da kann man jetzt auch nichts sagen gegen den Platz hier oben. Also. Hier sind nur noch Strohballen. Hier rückwärts reingeschoben. Kann man jetzt auch nichts dagegen sagen. So. Außer, dass die jetzt da runterschmiert gleich, wenn ich zu weit fahre. So. Dann wieder voll einschlagen. Und voll wieder zurück einschlagen.
So. Gut, das ist natürlich jetzt nicht perfekt gerade, aber... Naja, ist so. So, gut. Dann fahren wir wieder runter. Und holen den Ballenwagen. Wo ist denn der Ballenwagen? Da müsste er noch hinten stehen. Bei den... Schafen. Aber während ich den Ballenwagen hole und die ersten Ballen einsammeln fahre, könnt ihr gerne ein Like und ein Abo dalassen. Das war's mit der nächsten Folge. Oder mit der heutigen Folge. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut rein. Tschüss und ciao.